Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eifel 3 TV aktuell. Eigentlich hätten sich an diesem Wochenende rund 100 Mützenicher Pilger und Musiker auf ihre traditionelle Wallfahrt nach Moresnet aufgemacht. Seit 1864 machen sich die Pilger, die sich bis dahin der Prozession aus Eicherscheid angeschlossen hatten, selbstständig auf den Weg zum rund 30 Kilometer entfernten Wallfahrtsort Moresnet-Chapelle zum Gnadenbild Maria Hilf, um hier für ihre Anliegen zu beten. Tja, eigentlich. Denn wie so vieles muss auch diese Wallfahrt in diesem Jahr, der Viruspandemie geschuldet, ausfallen. Auf der Internetseite des Wallfahrtsortes unter www.moresnet-chapelle.com findet man Links zu den Livestreams verschiedener Gottesdienste und Andachten. Im Übrigen fällt in diesem Jahr auch das traditionelle Pfingstsportfest in Kalte Herberg aus. Die aktuellen Bestimmungen zum Verbot von Veranstaltungen lassen leider auch die Durchführung dieser Sportveranstaltung in der Nordeifel nicht zu. Die Rötchentherme ruft aktuell über Facebook zur Unterzeichnung einer Online-Petition zur Wiederinbetriebnahme der Freizeit-, Thermen-, Kur-, Hallen- und Freibäder auf. Aus den aktuell bekannten Gründen sind diese Einrichtungen vorläufig bis auf Weiteres geschlossen. Der Initiator der Petition, der European Water Park Association e.V., fordert eine Öffnung der Bäder zum 29. Mai nach österreichischem Vorbild. Das heißt, unter kontrollierten Bedingungen, wie zum Beispiel der Limitierung der gleichzeitig anwesenden Gäste. Damit soll den Menschen in unserem Land die Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv sportlich zu betätigen, etwas für ihre Gesundheit zu tun und als Familie wieder etwas Freizeit gemeinsam erleben zu können. Gerade bei den Aussichten auf Feiertage und Urlaub zu Hause sicherlich ein wichtiger Punkt. Wobei der wirtschaftliche Aspekt für die Betreiber und deren Angestellte sicherlich mindestens genauso wichtig ist. Nun, da Freibad also im Moment noch nicht so richtig möglich ist, hat sich unser Reporter Johannes Kaiser, nun, wo unter anderem Museen und Gedenkstätten wieder öffnen dürfen, einmal in Vogelsang umgesehen. Idyllisch, ruhig und völlig naturbelassen. So kennt man den wunderschönen Nationalpark Eifel. Doch ein rund 100 Hektar großer Gebäudekomplex ragt inmitten dieser atemberaubenden Landschaft empor. Die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang ist nicht nur eines der größten Bauwerke des Nationalsozialismus, sondern zugleich ein Ort der Erinnerungskultur und somit auch ein Forum für Gegenwarts- und Zukunftsfragen. Normalerweise empfängt das Forum Vogelsang IP auf dessen Gelände bis zu 280.000 Besucher jährlich. Doch seit einiger Zeit ist die Publikumszahl erheblich geringer. Seit Montag dieser Woche hat das Forum nun wieder die Türen geöffnet. Wir haben den Pressesprecher Alexander Barth getroffen. Die Auswirkungen haben uns insofern getroffen, dass wir quasi unseren Besucherbetrieb komplett herunterfahren mussten. Also ein Ausstellungszentrum mit der Dauerausstellung Bestimmung Herrenmensch, der NS-Dokumentation, dann die Ausstellung des Nationalpark Eifel, Wildnisträume, die Gastronomie, ja, und nicht zuletzt unsere Führungen und die Bildungsprogramme, die hier tagtäglich auf dem Gelände stattfinden. Das hat von einem Tag auf den anderen nicht mehr stattfinden können. So sind die Möglichkeiten der Vogelsang IP nun wieder teilweise nutzbar. Allerdings müssen sich die Besucher auch hier auf eine etwas andere Wahrnehmung des Angebots einstellen. Trotz der Weitläufigkeit des Geländes müssen natürlich gerade im Forum besondere Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften ergriffen werden. Ja, wichtige Maßnahmen sind vor allem Abstandsregeln, die ja allgemein gelten. Setzen wir hier auch um mindestens 1,50 Meter Abstand. Das haben wir natürlich im Besucherzentrum und in der Ausstellung umsetzen müssen. Dann gilt für uns sicherlich was Besonderes, und zwar eine Handschuhpflicht. Liegt einfach daran, dass wir eine multimediale und auch ertastbare Ausstellung haben mit der Ausstellung Bestimmung Herrenmensch. Und deswegen eine temporäre Handschuhpflicht, solange das nötig ist. Ja, auch die Sanitärbereiche sind natürlich jetzt für einen gewissen Zeitraum besonders ausgewiesen. Händewaschen gilt sowieso, sollte selbstverständlich sein, gilt bei uns im Besucherzentrum natürlich auch. Und natürlich kriegen die Gäste auch da anschließend neue Handschuhe, sofern sie die denn brauchen. Und ja, Masken haben wir auch für den Notfall vorbereitet. Das heißt, sollte jemand seine Maske nicht mitgebracht haben, können wir da aushelfen.
Zwar kann die Vogelsang IP ihren Besuchern zwei ganz wichtige Angebote in Form von Führungen aktuell noch nicht ermöglichen, dennoch ist Alexander Barth im Zuge der teilweisen Öffnung erleichtert und durchaus zuversichtlich. In erster Linie sind wir natürlich froh, dass wir überhaupt wieder ein Stück weit eröffnen können. Das heißt, unser Angebot an historisch-politischer Bildung, an Ausstellung, an Aufarbeitung zum Nationalsozialismus mit Bezug hier zur Region, da sind wir natürlich vor allem froh, dass wir damit ja so langsam wieder loslegen können. Natürlich ist es für andere Orte vielleicht auch schwieriger zu leisten. Wir sind einfach in der Lage gewesen, jetzt relativ kurzfristig auch sämtliche Maßgaben umsetzen zu können, sind dementsprechend, ich glaube, das kann man sagen, ziemlich früh dran nach dieser jetzt doch erfolgten Lockerung. Und ja, wir erhoffen uns natürlich in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, dass wir zu unserem gewohnten Bild hier in Vogelsang IP zurückkehren können. Das bedeutet eben viele, viele Menschen täglich, die diesen Ort besuchen. Natürlich dürfen wir bis auf Weiteres noch keine Führungen anbieten. Also ein ganz elementarer Teil unseres Angebots ist bis auf Weiteres noch ausgesetzt. Die täglichen Geländeführungen dürfen nicht stattfinden und auch die Führungen im Rahmen von Bildungsangeboten, von Workshops können wir bis auf Weiteres noch nicht anbieten. Wir warten auch fast sehnsüchtig darauf, dass wir irgendwann in hoffentlich naher Zukunft die Turmaufstiege wieder anbieten können. Und so lange beschränken wir uns auf eine unserer Kernkompetenzen, das ist die NS-Dokumentation, das ist die Dauerausstellung Bestimmung Vogelsang. Und hoffen natürlich, dass wir den Menschen aus der Region, aus mindestens drei Ländern aus unserer Region, aber auch darüber hinaus, so wie es bisher immer war, ein interessantes Angebot machen können. Man kann im Grunde sowieso sagen, dass in den letzten Monaten und Jahren Erinnerungsorte, Gedenkstätten und Lernorte, wie es eben Vogelsang IP ist, also Orte, an denen an die Verbrechen des Nationalsozialismus und an die Lebensumstände des Nationalsozialismus erinnert wird, dass die einen Zulauf genießen. Und trotz dieser 50 Tage Unterbrechung, die es jetzt dann doch geworden sind, hoffen wir natürlich, dass es ein spannendes Angebot, ein lehrreiches Angebot, ein interessantes Angebot für Menschen ab 12 Jahre auch in Zukunft ist. An diesem Freitag, den 8. Mai, jährt sich die Befreiung durch die Alliierten vom nationalsozialistischen Terrorregime zum 75. Mal. Vielleicht ist gerade die aktuelle Zeit mit fehlenden Freizeit- und Ausgehmöglichkeiten besonders gut dafür geeignet, sich einmal aktiv mit der Geschichte auseinanderzusetzen und eventuell das Forum Vogelsang IP zu besuchen. Ja, auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Die Stadt Monschau hat heute bekannt gegeben, dass ab kommendem Donnerstag, dem 7. Mai, die Spielplätze wieder zur Nutzung freigegeben sind. Eindringlich wird auf die Beachtung des Abstandsgebotes hingewiesen. Dabei müssen die Besucherinnen und Besucher untereinander den Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleisten. Hiervon ausgenommen sind Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen, so der Wortlaut der Pressemeldung der Stadt Monschau. Nun, so gibt es wenigstens vermutlich keinen Streit ums Schäufelchen im Sandkasten. Zumindest bei den Kindern. In diesem Sinne, bleiben Sie brav und wenn Sie möchten, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.